Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über die Redewendung sich etwas aus den Fingern saugen. Was bedeutet das, sich etwas aus den Fingern saugen? Ja, das ist mein Finger, das ist saugen. Wie sauge ich mir etwas aus den Fingern? Das ergibt doch keinen Sinn. Nun, es bedeutet, dass man sich etwas ausdenkt, meistens notgedrungen. Ja? Man muss unbedingt sich etwas ausdenken, man hat keine Wahl und dann saugt man sich etwas aus den Fingern. Die Herkunft der Redewendung ist recht interessant. Laut Wiktionary, die Wendung stammt womöglich aus einem alten Volksglauben, wonach jemandem durch das Saugen eines vorher in Blut oder eine Flüssigkeit getauchten Fingers Weisheit vermittelt wird. Ja, man hat also geglaubt, dass man Weisheit bekommt, wenn man den Finger in Blut tunkt und dann an den Finger saugt. Ja, das hat man sich damals so gedacht. Und oft haben wir diese Redewendung in der Schule benutzt. Ja. Wir mussten lange Aufsätze schreiben, ja. Wir mussten etwas schreiben für die Schule und wir wollten gar nicht etwas über das Thema schreiben. Uns hat das vielleicht nicht sehr interessiert und da haben wir uns gesagt, naja, da müssen wir uns halt etwas aus den Fingern saugen. Ja. Wir müssen halt uns irgendetwas ausdenken und das schreiben. Meistens hat das nicht so viel Qualität, wenn man sich etwas aus den Fingern saugt. Ja, man denkt sich notgedrungen einfach irgendetwas aus. Ja, und es ist aber besser, wenn man wirklich begeistert ist, was das Thema angeht. Ja, dann kann man ganz anders über das Thema sprechen. Ja, wenn ich mir aber etwas aus den Fingern sauge, dann schreibe ich einfach irgendetwas. Ne? Ihr kennt das vielleicht auch, ja, wenn man eine Hausaufgabe abgeben muss, ja, eine Seite, ja, oder drei Seiten. Ja, der Lehrer sagt, zu morgen schreiben Sie drei Seiten. Ja, oder nächste Woche sind drei Seiten fällig. Was macht man? Ja, man schreibt am Computer, man saugt sich etwas aus den Fingern. Was macht man dann? Na, man erhöht natürlich die Schriftgröße und man macht einen großen Abstand zwischen den Zeilen. Ja? Man erhöht die Schriftgröße, man macht einen großen Abstand zwischen den Zeilen und man saugt sich etwas aus den Fingern und dann hat man am Ende hoffentlich drei Seiten und kann die Hausaufgabe abgeben. Ja, ihr kennt das vielleicht. Vielleicht müsst ihr euch auch manchmal etwas aus den Fingern saugen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!